So, einen wunderschönen guten Morgen hier aus Camp Lindford. Heute sitzen wir bei uns in der Firma. Das ist der Sascha, der ist der Kameramann bei uns. Und ja, ab und zu wird er jetzt im Video zu sehen sein. Genau. So nicht anders. Ihr habt ganz viele Fragen gestellt und jetzt werden wir die so nach und nach versuchen zu beantworten. Wie reagieren die Hersteller auf die Bodykits und gab es schon mal Ärger mit Firmen? Unterschiedlich. Es gibt ein paar Hersteller, die akzeptieren das. Mhm. Ja, und es gibt ein paar Hersteller, ja, zum Beispiel die Porsche, die haben. Gut, komm her. Ja, sie will auch eine Frage-Antwort mit dir machen. Komm her, kannst du mir. Die haben was dagegen. Ja. Mhm. Und zwar, weil die selber 60 verschiedene Aero-Kits rausgebracht haben und natürlich das Geld, was der Tuner die Jahre davor immer sich, ich sag mal, verdient hat, wollen die selber machen. Sobald du was am Porsche veränderst, wird die erlischt die Garantie. Wie sind die Kriterien beim TÜV für Whitebodies und große Heckflügel? Ich habe gehört, dass Liberty Walk und Pandem Kits verboten sind. Man muss sich das so vorstellen, ein Asiate oder ein Amerikaner, ja, die bauen die Autos oder die Bodykits oder Felgen auch, für deren Bedürfnisse. Die gucken nicht, ach, in Deutschland gibt es TÜV. Wir haben nur TÜV in Europa, aber nur wirklich in Westeuropa. Ja? Sobald man nach Polen geht, nach Tschechien geht, da gibt es keinen TÜV. Ja? Mhm. Da kannst du einbauen, in Anführungsstrichen, mehr oder weniger, was du willst. Ja? Nicht übertreiben, aber da kriegt keiner danach. Jetzt auf deine Frage von Liberty, Pandem und Co. Die bauen die Bodykits wirklich anders als wir. Also du kannst ja nicht ein Auto, ich sag mal, pro Rad um 12 cm verbreitern. Das funktioniert nicht. Ja. Die achten halt gar nicht darauf, die bauen. Nein, die bauen einfach so, wie die denken und das ist fertig. Ich weiß zum Beispiel ein Fall auch bei einem Ferrari von einem Hersteller aus Japan. Da musst du den Seitenschweller kürzen. Nicht den Seitenschweller, sondern den Längsträger. Okay. Ja, dann musst du quasi mit der Flex wegflexen, dann passt das. Also beim besten Willen, also das geht auch da verstehe ich wiederum auch, dass die Industrie sagt, oder der Hersteller sagt, wenn du das machst, erlischt die komplette Garantie fürs Auto, weil dann, wenn derjenige, der das macht, der ist nicht mehr ganz helle. Man muss die Radien beachten, keine scharfen Kanten. Wenn ich sehe, manchmal in den USA oder in Asien, die haben vorne Cupwings, die sehen zwar super aus, ja, wie auf dem Ring, ja, von der Rennstrecke, ja, nur das ist nicht zulässig. Ja, wenn du jemanden da überfährst, in Deutschland immer, das schneidest du mit dem Fuß ab. Ja. Unsere sind etwas dicker, abgerundet und so weiter. Also man würde fast auf jedes Kit TÜV bekommen. Also was wir bauen, schon. Es gibt vielleicht Bodykits, wo man kein TÜV bekommt, aber das ist eigentlich, bauen wir das nicht für Priority, sondern für andere Firmen auch. Supra Konzept der Heckflügel. Das ist grenzwertig. Also da, ich glaube, musste man mit dem TÜV sehr lange telefonieren. Das ist jetzt kein TÜV, wo du jetzt zum TÜV hinfährst. Ne? Das ist quasi so ein extra Abteilung vom TÜV, ja, die nur so Gutachten schreiben. Die tragen nichts ein, die schreiben nur die Gutachten. Ja, und natürlich, die haften auch dafür. Aber ich glaube, wir würden hinbekommen, ja. Vielleicht nicht mit den Füßen und so weiter, vielleicht ein bisschen kleiner, aber jetzt spezifische Heckflügel. Mhm. Aber ich glaube, den könnten wir hinbekommen, ja. Wie sieht Prior Design in 20 Jahren aus? Also wie meinst du, wie sieht das aus? Etwas älter? Als ich zumindest. 20 Jahre, das ist schon, ja, gut, schon weit, ne? Das ist sehr weit. Prior Design in 20 Jahren? Das ist eine gute Frage. Hier oder im Ausland vielleicht? Ich glaube, ich hoffe, dass das alles funktioniert und ich glaube, in 20 Jahren würden wir, ich glaube, die Hauptfiliale in die USA versetzen, nach Los Angeles. Wir haben da im Prinzip eine Gewerbe schon aufgemacht, letztes Jahr, 2019, nur durch Corona, durch manche Projekte, die wir hatten, hat sich das verschoben. Wir haben nur Glück, dass wir kein großen Laden da oder Werkstatt angemietet haben, weil da musst du die Miete weiter zahlen, obwohl du nicht aufmachen kannst oder nicht rüberfliegen kannst, etc. Ne? Von euch umgebaute Auto findest du persönlich am schönsten und welches Serienauto findest du am schönsten? Wir haben eine McLaren 27, das ist ein Audi A8, wo
vom Fahren her. Oder ein Bentley natürlich. Der neue Bentley ist auch sehr, 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 sehr schön, ne, von der Form. Ja. Kleinwagen, i30N, finde ich richtig cool. Und von uns umgebautes Auto. Alle. Also entweder den R8, ja, diesen Breitbau, oder ein Ferrari 458, aber kein Breitbau, die schmale Version. Eine Frage von mir vielleicht, der R8 gab es für das neue Modell auch ein Bodykit? Ja, aber gefällt mir nicht. Okay. Das Bodykit haben wir sehr an, das von dem neuen R8, sehr angelehnt an das Rennfahrzeug. Und gefällt mir nicht so wirklich. Wann kommt das neue M3, M4 Bodykit? Wenn wir ein Auto haben. Und das wird, so wie es aussieht, vielleicht im Februar oder im März. Ich habe letztens auf der Autobahn gesehen, ein VW, ich weiß nicht, wie die heißen, so ganz, also schon... ID3, glaube ich. Ist das so? Mhm. Ich fand's cool, das Auto. Als Basis natürlich, ohne Umbau. Geht nicht, aber als Basis finde ich nicht schlecht. Wann kommt der Nissan GT-R R35 Nismo mit Bodykit? Ja, da sind wir mit dem Nissan Autohaus Brömler dran und das hängt nicht nur von uns ab, sondern auch von denen. Wir machen jetzt so ein paar Projekte mit denen und ja, das dauert nicht von unserer Seite aus, sondern von denen aus ein bisschen. Weil das ist nicht nur einfach nur ein Bodykit, das wird so ein Performance-Bodykit mit wirklich Funktionen und so weiter, also sehr, 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 sehr aufwendig. Ja. Ein Breitbau für ein Fiat Maluch heißt der, glaube ich. 126p. Oder Polonetz? Gibt's das? Nee, Polo. Wir könnten was probieren, ja. Wir werden was probieren, ja. Das ist im Prinzip, oh, vielleicht nicht Breitbau, aber vielleicht irgendwas Schönes, ja. Wie seid ihr darauf gekommen, Whitebody Kits zu machen? Ja, wie kamen wir dazu? Was war mein erstes Whitebody Kit? Ja, das war ein Mercedes SL. Aus Not, weil da kam ein Kunde und wollte quasi, damals gab es den Mercedes SL Black Series. So ein hardcore verbreitetes Ding, aber als Coupé. Und der hat einen Probe gefahren und die Sitze waren Schalensitze, die waren nicht so, ich sag mal, für den Alltag gedacht. Ja? Und der Kunde sagt, weißt du was, ich kaufe mir einen SL, ja, den 65er AMG, und mache quasi eine Cabrio-Version daraus. Und so kam das hin. Baut ihr auch zwei Räder um? Ja, wieso nicht? Wir bauen alles um. Also ich muss eins sagen, ich bin jetzt noch mit anderen Geschichten dran, Bäder, Küchen und so weiter. Also das wird auch noch da was richtig Großes kommen. Ja. Also jetzt nicht ganze Küchen oder so was, nicht, dass der denkt, jetzt willst du mit Küchen bauen, aber so Elemente für die Küche, Elemente für Bäder und so weiter. Carbon halt, ne? Oder? Ja, auch viel aus Carbon, ja. Aber zum Beispiel, ja, vielleicht Kleinigkeit kann ich verraten, So Waschbecken oder Badewannen, die freistehend sind. Also natürlich auch im sehr, sehr hohen Preissegment. Ja, also das soll wirklich was Exklusives werden. Macht ihr auch Kleinstprojekte, wo es um zwei oder vier Teile geht? Es waren sehr viele Einzelanfertigungen hier auch. Nur die meisten sind dann, ich sag mal, vom Preis her abgeschreckt. Weil dadurch, dass wir alles in Deutschland machen, ja, ob das der Ingenieur, der das auch in 3D zeichnet, ist oder mein Kopf für die ganzen Designs, das ganze Team, die ganzen Drucker, das muss alles hier irgendeiner am Ende bezahlen. Ja. Und das ist in dem Fall hier der Kunde, der das quasi eine Einzelanfertigung haben möchte. Ja. Wir haben auch für eine Computerfirma so Kühlsysteme gebaut, auch so Anschlüsse, ja, wo der braucht eine ganz, ganz hohe Kühlung. Da haben wir so Anschlüsse gebaut. Wir haben alles wirklich schon gebaut. Also wir bauen nicht nur Bodykits und nicht nur White Bodykits. Wir machen nur Kleinigkeiten, wir machen alles Mögliche hier. Was ist das Auto, wo du sagst, das ist der heilige Grad der Autowelt? Also, gut, das ist immer neues Auto, altes Auto. Ja, also für mich ist das schönste Auto, wo ich wirklich starke Emotionen habe, ist ein Porsche 964. Bodykit W205 eintragbar. Welches Bodykit? W205, ist ein Mercedes? Wahrscheinlich Widebody C-Klasse Coupé, geht davon aus, ja. Ja? Ja, warum nicht? Wäre gar kein Problem. Müssen wir noch, ich glaube, für das Auto haben wir kein Gutachten gemacht. Aber wer ist eintragungsfähig? Wird es was für den GR-Jahres geben? GR-Jahres? GR-Jahres. Eventuell Kooperation mit dem Herrn aus Dortmund, wahrscheinlich Jean-Pierre gedacht. Mit Herrn aus Dortmund.
Wir machen sehr viele Projekte zurzeit, ja, was noch nicht so auch noch nicht veröffentlicht ist. Ja. Da kommt einiges. Aber dadurch, dass der ja so viel macht, können wir nicht alles abdecken. Ja, weil das wäre Wahnsinn, weil der macht sehr, 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 sehr viel. Ja. Und ich freue mich aber auf das nächste Projekt mit ihm, was wir schon, ja, wir haben schon was fertig, so ein kleines Teil. Und ich würde mir wünschen, dass der Hersteller das Auto so gebaut hätte. Ja. Weil ich bin 100% sicher, er würde davon viel, viel, viel mehr verkaufen, wenn er so aussehen würde, wie der jetzt aussieht oder aussehen wird, als wie der serienmäßig aussieht. Serienmäßig werden viele sagen, ah, echt jetzt? Wo ich das gehört habe, von der Jean-Pierre kam und sagt, Melzek, das und das, was hältst du davon? Ich so, Jesus, ehrlich? Das, wie willst du das Auto schöner machen? Das Auto fährt auch im Spiel, zum bestimmten Spiel, ja. Und wir haben von einem Hersteller die Fristdateien bekommen und so weiter, also wirklich, richtig cool. Also da kommt auch einiges, glaube ich, in Zukunft, auch im nächsten Jahr, denke ich. Ja, 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 also wir werden da voll in Action sein. Ja. Was sagst du dazu, dass die Essen Motor Show nicht stattfindet? Katastrophe. Ja, finde ich auch. Katastrophe. Ich finde, das ist Monster Show in Essen ist für mich sehr stressig. Sehr stressige Zeit. Aber dadurch, dass wir alle auf einem Haufen sind, ja, ob egal was für ein Hersteller, wir sitzen immer im Hotels abends und so weiter, die Kunden, der Stress und alles. Also das ist. Man zeigt, sag mal, was man so das ganze Jahr über gebaut hat. Das ist ja wie so, wie auch die Kommentare hier zum Beispiel. Ne? Wenn jemand schreibt, ey, cool und das, finde ich, das baut uns auf. Mhm. Ja, und das ist gut. Aber dass es nicht stattfindet, ist gar nicht gut. Nur, ich finde, ja, die Sicherheit geht vor. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr eine Explosion haben. Mhm. Dass die Messe dann wirklich 100-mal so groß wird wie die Jahre davor. Auch der Kontakt zu den Leuten fehlt halt auch, ne? Auch, ja. Das ist der Vorteil, warum der Jean-Pierre mich auf diese Videoschiene gebracht hat. Im Prinzip, auch wenn wir nicht auf die Messen jetzt gehen, sehen die Leute, was wir bauen und im Prinzip den ganzen Ablauf, was bei uns passiert. Ne? Und das haben wir die Jahre davor nicht gemacht und natürlich nur auf Messen gezeigt mit Überraschungen dann drum und dran. Jetzt produzieren wir das, machen wir das und dann auf der Motorshow in Essen würden wir die fertigen Autos zeigen. Kommt vielleicht ein Bodykit für den Audi A3 8P? Ich denke mal, das ist der ganz neue. Oder allgemein ältere Modelle, hat noch jemand geschrieben. Alles ist machbar. Wir können jedes Auto, ob das der polnische Fiat ist oder ein LaFerrari. Im Prinzip gibt es für jedes Auto Potenzial. Nur am Ende des Tages muss das irgendeiner kaufen. Ja? Ja. Also das ist nicht so, dass irgendeiner sagt, ja, ich würde es kaufen. Das reicht aber nicht, weil das erste Bodykit kostet ein Vermögen, wirklich, ein echtes Vermögen. Und ja, wie zeitlich, so finanziell ist das wirklich ein großer Batzen. Macht ihr die M8 Front als M3, M4? Was? Macht ihr die, da steht noch geiler, da steht, macht ihr die M8 Front als M3, M4 bitte? Ja, viele haben geschrieben, ah, das ist einfach nur eine M8 Front, die abgeändert worden ist, bla bla. Natürlich, wir wollten ja nichts Neues finden. Ja? Wir haben uns, ich sag mal, in der BMW-Familie so ein bisschen, auch an diesen BMW-Nieren haben wir so ein bisschen bedient, an die Lufteinlässe, an die so bestimmte Parts, die wir von verschiedenen BMW-Modellen genommen haben und quasi in einem zusammengeführt haben. Wir wollten ja nichts, was weiß ich, Fremdes nehmen, ja, aber dann wirkt das Auto nicht stimmig. Ja, viele haben da wirklich sehr, sehr böse Kommentare geschrieben gegen BMW-Designer und so weiter. Finde ich nicht schön, ehrlich. Auch wenn das für mich eine sehr schöne Bestätigung ist, dass wir da was Schönes gemacht haben. Aber ich finde das nicht schön, dass man quasi Arbeit von anderen auf die Art so schlecht macht. Ja. Man kann sagen, nee, das ist nicht meins, gefällt mir nicht, wie auch immer. Aber manche Kommentare sind schon hart, wirklich gegen BMW. Und das finde ich nicht schön, weil es gibt wirklich, man macht sich Gedanken, man versucht was Neues zu erfinden, dass er wirklich wieder anders aussieht als der Vorgänger, weil dann macht er keinen Sinn, wenn man also irgendwie die Scheinwerfer ein bisschen anders sind oder zwei Lüfternisse anders sind, macht keinen Sinn, ein neues Auto zu kaufen. Ja. Ich würde jetzt kein neues Auto kaufen, nur weil der, wie zum Beispiel Audi A8
Es gibt einen Facelift. Ja. Andere Rückleuchten, sonst eins zu eins gleich. Von deinem? Von meinem. Ich sehe da nicht ein, jetzt 40.000 drauf zu zahlen, von neuem, damit ich nur andere Rückleuchten habe. Also das macht keinen Sinn. Wir werden die Front bauen, ja, und wir fangen mit dem 4er BMW an. Also kein M4, sondern der 4er BMW an, weil der M4 kommt erst in Februar, März. Ja, wird ausgeliefert, deswegen. Aber jetzt bauen wir schon für den 4er Coupé. Wolltest du noch eine andere Front machen, mit der neuen integriert, also dass du die nur änderst? Ja, ja? Wir machen auch definitiv zwei Fronten. Also einmal mit dem BMW Grill, der vielleicht nicht so extrem nach unten geht, sondern etwas höher. Ich habe mir schon so ein paar Gedanken gemacht, wie wir das auch mit einem Kennzeichenplatte so ein bisschen auch trennen. Ich bin gespannt. Also da habe ich was im Kopf, was ich noch verwirklichen muss auf dem Rechner, und dann schauen wir weiter. Wird es in Zukunft auch Projekte, Kits geben für ältere Japaner? Skyline, Mazda X7? Alles ist möglich. Alles ist möglich. Und ich muss eins sagen, es ist eine Überraschung des Jahres für mich, ist Audi Coupé. Mhm. Ich sage das bewusst immer Audi 80 Coupé, damit jeder weiß, wirklich auch jeder, worum es geht. Das war nicht zu erwarten, was da passiert. Ja. Das war eigentlich nur aus einer Videoreihe, die wir machen wollten. Einfach für YouTube so ein paar Konzepte vorstellen und so weiter. Gucken, was passiert. Und das ist so explodiert. Das ist Wahnsinn. Wirklich, das ist echt, echt Wahnsinn. Ich finde Nissan Skyline zum Beispiel sehr, sehr sexy. Ja. Ja, nur ich weiß nicht, ob da der Markt da ist. Wir haben schon wirklich für sehr, 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 sehr viele Tuner in Deutschland Sachen gebaut. Nur eine kleine Frontspoilerlippe, ein paar Scheinwerferblenden, ein paar Funktionslöcher oder was weiß ich was. Also nicht nur Widebody-Kits. Also das ist schon meine Leidenschaft, aber das passt ja nicht zu jedem Auto. Ja. Natürlich mit Widebody wirkt das Auto so ein bisschen Rennsport. Ich meine, nicht umsonst sind im Prinzip, wenn ihr guckt, die ganzen Rennautos sind alle hardcore tief, ja, hardcore breit, hardcore tief, fette Spoiler und so weiter. Das ist nicht schlechter, wenn Widebody, aber viele schreiben ja, aber wenn Widebody, dann fährt das Auto nicht mehr so wie vorher und ist langsamer und so weiter. Das stimmt doch gar nicht. Wenn das so wäre, ja, würden die ganzen Autos am Nürburgring, wenn du das siehst, ja, wenn die da durch die Gegend ballern, bei 24 Stunden Rennen, würden die alle so quasi keine Lufterlässe, gar nichts, also einfach nur zu und so schmal wie möglich. Ja. Aber ist nicht der Fall. Warum kommen nur Konzepte und keine Projekte fertig? Das hat mehrere Gründe. Ja. Einmal machen wir Zeichnungen, ist für uns etwas schneller, auch wenn wir das Video drehen. Ja. Dann mache ich im Büro, das mit dir zusammen oder auch so ein Video wie jetzt hier, kostet quasi nur eine, ich sag mal, 45 Minuten. Ja. Das schneidest du es auf 15 und fertig. Mhm. Ja. Kein riesen Aufwand. Ich würde mir auch wünschen, euch alles zu zeigen, nur das ist dann ein Fulltime-Job. Und Fulltime-Job, da muss ich hier was Geschäftsführer einstellen, der meine Geschichten macht. Ja, und ich muss, auch wenn das manchmal hier so lustig in Videos klingt alles, muss ich ab und zu arbeiten, ja. Eigentlich immer. Eigentlich sehr oft. Ja, also manchmal sitzt der Sascha hier, wirklich kein Scherz, anderthalb Stunden, zwei Stunden von meinem Büro und wartet, bis wir zum Beispiel auch heute das Video drehen. Weil ich habe ständig Telefonat bekommen oder das. Also mein Arbeitstag sieht schon stressig aus. Ja. Deswegen können wir nicht alles zeigen, obwohl ich mir das wünschen würde. Ja. Und zweite Geschichte ist, für andere Tuner in Deutschland zum Beispiel, die Firma XY bekommt ein Bodykit, da verschieben wir unsere zum Beispiel zur Seite. Das ist interessanter für mich, als wenn ich für mich selber ein Bodykit baue. Dann kommt noch Marketing. Ja, wir müssen Videos drehen, nicht Videos, wo wir so einfach fahren und reden, sondern einfach so professionelle Videos, Produktvideos, ja, wo wir das Auto präsentieren. Dann kommen irgendwelche Tests, dann kommt TÜV, Werbung, Messen. Das ist pro Auto ein riesen Kostenfaktor. Ja. Und deswegen, das kommt. Das nächste Mal, wir sind mit dem RSQ3 fertig. Ja. Ja, RSQ3 ist fertig, der Hyundai i30N ist fertig, stehen alles alle beim Lackierer. Was ist doch fertig? Das war's. Erstmal die beiden Autos sind fertig. Schon gemütlich hier, ne? Gut. Kann man länger sitzen, ne? Ich hab mir Kaffee gemacht. Der ist kalt. Ist jetzt kalt, ja. Ist jetzt kalt. Viele haben geschrieben, ja, was mit Audi 80 hört man nichts mehr. Wirklich, das ist ein riesen Arbeitspart, wo jeder sagt, ich sehe nichts. Der Rufen will auch oft dabei sein, dann muss man was vorproduzieren erstmal, ja,
zwei, drei Wochen und dann kommt der Ruf, machen wir wieder Video für euch. Und bis dann wieder das Video kommt, ist schon wieder zwei, drei Wochen vergangen. Das ist das Problem. Oder was viele nicht sehen. Vielleicht wird die Industrie hier mir das kurz bestätigen auch, also eine Stoßstange zu entwickeln, nur eine Stoßstange, dauert bei der Industrie manchmal monatelang. Monatelang. Ja, und wir sollen ungefähr bei dem Audi, wie viele Teile sind das denn? 20 Teile werden das sein. Ja? 20 einzelne Teile, die zusammenpassen müssen. Ja? Sollen wir in drei Wochen entwickeln. Also da muss man so ein bisschen Verständnis haben. Und vielleicht erstmal sich fragen, warum ist das so? Bevor man hier wirklich so schreibt, ich habe auch die Kommentare. Wird nichts fertig oder nur Zeichnungen und das. Ehrlich, ich sage zu jedem, wirklich zu jedem, der hier rummeckert, ja, macht selber und zeigt, dass es schneller geht, besser geht und günstiger geht. Ich liebe Mitbewerber, weil da kann ich sehen, oh, guck mal, der hat das so gemacht, schön und hier und da und da. Also, das inspiriert mich und gibt mir natürlich Kraft, nochmal zu machen. Ja. Das war's. Das war's, aber nichts mehr. Wir haben nichts mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Bis dann.